Francis Schönewall, vor 300 Jahren ist Jean-Jacques Rousseau in Genf geboren worden. Ist er heute noch aktuell? Ich denke schon, er ist in dreifacher Hinsicht noch aktuell. Einerseits mit dem Stichwort Nachhaltigkeit. Wir bemühen uns heute um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Natur. Und Rousseau hat geschrieben in seinen späteren Schriften, dass alles, was er geschrieben hat, eigentlich dazu dienen soll, Zerfallsprozesse einer falschen Bewirtschaftung der Natur und einer falschen Gestaltung der Gesellschaft aufzuhalten, retarder, also das zu bremsen. Und obschon er das anders ausgestaltet hat, damals inhaltlich, diesen Begriff der Nachhaltigkeit oder einen ähnlichen Begriff, ist genau das gemeint oder genau das ist heute noch aktuell. Und zweitens natürlich der Bürgerbezug des Staates, also das legitime Staatswesen ist nur dann quasi berechtigt, diesen Anspruch zu stellen, wenn es von den Bürgern konstituiert ist, wenn die Bürger das Gefühl haben, dass sie den Staat bilden und stiften und nicht einfach, dass sie irgendwelche Befehlsempfänger sind, also Bürgerbezug. Und drittens natürlich Kulturkritik, Technologiekritik, also einen kritischen Umgang mit dem Technologiewandel, eine Reflexivität in Bezug auf die Wissenschaften und was wir damit machen. Und dann sind viele andere Dinge durchaus noch aktuell. Nicht das Gesamtwerk und nicht die einzelnen Thesen vielleicht, auch nicht einzelne inhaltliche Punkte, die er vorgebracht hat. Ich bin mit vielem auch nicht einverstanden. Aber so an diesen drei Punkten kann man sich orientieren, wenn man die Aktualität Rousseaus diskutieren will. Ich habe in Lausanne an prominenter Lage an einem Kiosk habe ich diese beiden Zeitschriften gefunden und habe mir die gekauft. Und ich habe gestaunt, weil die lagen mitten in Tageszeitungen, also an einer Stelle, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, dass man Philosophiemagazine vorfindet. Sie haben ja lange Zeit in Genf gelebt. Würden Sie sagen, dass in der Westschweiz die Beschäftigung mit Philosophie oder mit Rousseau verbreiteter ist als in der Deutschschweiz? Ja, ich würde sagen, in der Westschweiz hat man natürlich dieses Glück, dass man einen großen Klassiker der Philosophie für sich reklamieren kann. Also Genf versucht das mit Rousseau, das ist auch nicht ganz falsch. Er ist ja dort geboren und stammt von dort. In der Deutschschweiz haben wir etwas Mühe, einen großen Klassiker, der auf der kanonischen Liste der Philosophie wäre, zu identifizieren. Als Deutschschweizer haben wir das nicht. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass man in der Westschweiz jetzt mehr philosophiert. Es gibt auch in der Deutschschweiz in den Gymnasien zum Teil das Pflichtfach Philosophie oder ein Wahlpflichtfach. Also ich denke nicht, dass die Westschweiz insgesamt eine philosophischere Gesellschaft ist als die Deutschschweiz. Dennoch feiern Sie Ihren Rousseau jetzt mit Pomp und Gloria, und obwohl eigentlich auch Rousseau selber irgendwann mal sagt, er wolle nicht mehr Bürger sein von Genf. Sie haben bereits angetönt, es gibt viele Bezüge zu Rousseau heute in der Philosophie. Sie sind ja Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich. Sie haben sich unter anderem spezialisiert auf die Frage der demokratischen Legitimität von Gesellschaften. Sie untersuchen auch, ob eigentlich die EU demokratisch legitimiert ist. Können Sie da auch von Rousseau noch etwas lernen? Ich denke schon, eben wiederum dieses Prinzip des Bürgerbezugs. Also keine politische Gemeinschaft, sei es ein Dorf, sei es ein Staat oder ein Kanton oder auch die EU, kommt um diese Frage herum, welchen Bezug hat diese Institution zu den Bürgern. Und seit Rousseau haben wir einfach einiges dazugelernt, dass das auch die Bürgerinnen sind und vielleicht auch die Migrierenden. Aber dieses Prinzip, dass auch größere politische Einheiten, wenn sie den Bezug zum Bürger nicht schaffen, dass sie dann in die Illegitimität abdriften, das kann ich durchaus noch von Rousseau nehmen. Würden Sie sagen, das ist genau das, was wir in der jetzigen Krise der EU ein Stück weit sogar sehen? Ich glaube, es ist genau die Herausforderung, letztlich diesen Bürgerbezug wiederherzustellen. Es ist natürlich nur ein Element dieser Krise. Es gibt auch so etwas wie die Resultate, die eine Regierung vorlegen muss. Aber Rousseau hat gesagt, eben eine Regierung hat Resultate, man muss sie an ihren Resultaten messen. Das kommt bei ihm im Contrasocial auch vor. Er hat nur ein Kriterium genannt, das ist Bevölkerungswachstum. Wenn das vorhanden ist, dann ist das für Rousseau ein Zeichen, dass irgendetwas stimmt im Staat. Heute würden wir das natürlich anders ausgestalten, diese Indikatoren. Aber es gibt also auch diese Resultatorientierung, aber auf der, wenn man sagen soll, Input-Seite, also da, wo die Bürger sich einbringen sollen, das muss auch gestaltet werden. Und das ist die große Herausforderung, nicht nur der EU natürlich, auch Nationalstaaten sind wiederum neu gefordert, vielleicht bis hinein in die Gemeinde.
Rousseau war wahrscheinlich einer der schillerndsten Intellektuellen in seiner Zeit und bis heute eine extrem schillernde Figur. Er komponierte, hat viel Musik geschrieben, er kannte sich brillant in Botanik aus, er hat Romane geschrieben, die es zur Welt herumgebracht haben und er war natürlich ein sehr pointierter und streitbarer Philosoph. Ich möchte gerne mit Ihnen in dieser Sternstunde Philosophie über seine Philosophie sprechen, über seine Pädagogik sprechen und gerade mal anfangen mit dem kritischen Rousseau. Sie haben es schon erwähnt, er gilt als Kulturpessimist. Wie kommt's? Ja, also das ist eine interessante Frage. Irgendwie diese Idee der Kulturkritik, der Wissenschaftskritik, die ist natürlich nicht vom Himmel gefallen mit dem ersten Diskurs von Rousseau. Oder? Es gibt bei den Humanisten, es gibt im Mittelalter eine lange Tradition. Oder? Es gibt die Schrift von Cusanos, De docta ignorantia, über die gelehrte Unwissenheit. Es gibt von Petrarca eine Schrift, die die Unwissenheit lobt. Es gibt von Erasmus, das Lob der Torheit. Es gibt von Agrippa eine ganz stark wissenschaftskritische Schrift, die Rousseau selber transkribiert hat. Also das ist nicht vom Himmel gefallen. Es gibt diese Tradition der Wissenschaftskritik, der Luxuskritik, immer sehr stark religiös motiviert, auch bei den Humanisten. Also das hat Rousseau aufgegriffen. Aber er hat es eben quasi neu entwickelt. Erstens einmal in einer Zeit, die nicht mehr kulturkritisch war oder wissenschaftskritisch und die aufklärisch war, fortschrittsgläubig, Aufbruchsstimmung. Und in diese Aufbruchsstimmung hinein, in diesen Optimismus hinein, hat er seine Schrift lanciert, quasi als Gegenmodell. Und das hat natürlich schockiert. Und dann hat er eben diese Kulturkritik auch, wie soll ich sagen, rein säkular aus einer Analyse der Gesellschaft heraus entwickelt und nicht mehr mit religiösen, primär religiösen Versatzstücken oder nicht primär mit einer fideistischen, also auf den Glauben bezogenen Argumentation, sondern eigentlich mit einer, wie soll ich sagen, sozialphilosophischen, kulturimmanenten Argumentation und Kritik. Und das hat, glaube ich, diese Wirkung dann eben nicht verfehlt. Das hat schockiert. Und schockiert oder aufgefallen ist Rousseau ja eben mit seinem Diskurs, mit seinem ersten Diskurs, Sie haben es bereits erwähnt. 1750 hat die Académie de Dijon eine Preisfrage gestellt. Das ist eine Art, eine Institution zur Förderung der Wissenschaften. Die gibt es heute noch, die schreibt auch heute noch Preisfragen aus. Und Rousseau hat teilgenommen an diesem Wettbewerb und eben geantwortet mit seinem Diskurs über Kunst und Wissenschaft, 1750. Und er kommt ja zu einem vernichtenden Resultat. Er sagt, Kunst und Wissenschaft haben den Menschen überhaupt nicht vorangebracht, sondern eher verdorben und ins Abseits gestürzt. Noch einmal, wie kommt das zustande? Warum ist er so negativ? Also zunächst einmal kann ich dazu sagen, es ist auch ein Beispiel, wie ein Philosoph öffentlichkeitswirksam sein kann, nämlich dadurch, dass er nicht eine These möglichst differenziert darstellt, hin und her und für und wieder, sondern einfach klar sagt, Wissenschaft, Kunst, unter dem Strich negativ, Punkt. Oder? Und das haben alle dann begriffen und können darauf reagieren. Ich denke eben, dass er einerseits auf alte Themen aufgreift. Was er aber zeigt irgendwie ist, dass der Mensch durch die Technik, durch die Wissenschaft seine Fähigkeiten auslagert, seine Fähigkeiten multipliziert und gleichzeitig seine persönlichen Fähigkeiten schwächt. Oder? Also der Mensch wird durch die Technik, gemäß Rousseau, zu einem mächtigen Schwächling. Oder? Einerseits hat er neue Machtmittel, die weit über das hinausgehen, was ein Mensch natürlicherweise leisten kann. Andererseits verkümmern aber die natürlichen Grundfähigkeiten, so etwas wie Tapferkeit, Standhaftigkeit, Ausdauer. Und das stellte dann Rousseau auch so mit einem Macho-Vokabular dar, oder? Also, nicht wahr, die männlichen Tugenden gehen verloren, der Mensch in der Technik verweichlicht, und das hat er mit weiblichen Adjektiven ausgedrückt. Das ist also ein Macho-Jargon etwas, was heute sehr befremdend wirkt. Aber ich glaube, das ist die Grundidee, oder? Diese Verweichlichung oder Schwächung des Menschen eigentlich dadurch, dass er sich immer raffiniertere Instrumente gibt und natürlich dann eben auch von diesen Instrumenten abhängig wird. Und hinzu kommt dann die zweite Überlegung, nicht nur wird der Mensch selber schwächer, sondern die Technik selbst, die Wissenschaft, entwickelt eine Eigendynamik, die der Mensch nicht mehr kontrolliert. Auch das kann man natürlich mit anderen Denkern und Traditionen in Verbindung bringen. Rousseau behauptet ja, dass alle Wissenschaft aus Lastern entstehe, also beispielsweise die Mathematik aus Geiz,
die Rhetorik aus Ruhmsucht oder die Physik aus irgendwelcher eitler Neugier. Herr Schönemau, Sie sind selber Wissenschaftler. Warum sind Sie denn Wissenschaftler geworden? Ja, erst einmal glaube ich, also dass Rousseau das natürlich so dargestellt hat, aber er musste sich ja dann auch verteidigen. Zum Beispiel hat der König von Polen eine Streitschrift geschrieben gegen diese Diskur, oder? Und dann hat Rousseau geantwortet und er hat gesagt, ja, er halte ja doch nicht die Wissenschaft an und führe sich für schlecht, sondern er bezweifle einfach, dass die Menschen richtig damit umgehen können, oder? Und ich denke, erstens einmal teile ich dieses Pauschalurteil von Rousseau nicht gegen die Wissenschaften und Künste. Ich sehe eher eine Ambivalenz oder eine ständige Ambivalenz. Es ist ein ständiges Damoklesschwert, was wir mit der Wissenschaft machen, wie wir mit der Technik umgehen. Natürlich ist die Kunst ein Stelldichein der Eitelkeit und so weiter und so fort. Aber es ist doch eine enorme Bereicherung des menschlichen Lebens. Also ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich würde nie so eine klar negative These vertreten. Und eben Rousseau eigentlich hat gesagt, es gäbe schon die Möglichkeit, sinnvoll mit Kunst, Wissenschaft, Technik umzugehen, aber der Mensch ist dazu nicht fähig, weil eben quasi die Kunst und die Wissenschaft diese Eigendynamik auch entwickelt und die Menschen schwächt, die Menschen verführt. Also in dieser ersten Schrift im Grunde genommen ein sehr negatives Bild der Zivilisationsgeschichte als Geschichte des Niedergangs, kann man fast sagen. Rousseau hat damit dennoch den ersten Preis dieser Académie de Dijon gewonnen und er wurde fast schon über Nacht berühmt. Er wurde zu einem intellektuellen Star, kann man sagen. Können Sie sich das erklären? Ja, das hat verschiedene Gründe, aber ich glaube, dass halt eben die Klarheit der These eine Rolle spielte, die Gegenläufigkeit der These zum Mainstream, zum Zeitgeist. Eben in der Aufklärung, Bildung und Wissenschaft waren hehre Werte, die man fördern wollte. Genau, genau. Und es ist natürlich auch der Ansatz natürlich dieser gesellschaftskritischen Spitze. Nicht wahr? Wer hat denn die Künste gepflegt und wer hat besonders sich in den Wissenschaften ausgezeichnet? Das war ja immer auch eine bestimmte Schicht von Menschen, eine bestimmte privilegierte Klasse. Und Rousseau hat natürlich mit seiner Wissenschafts- und Kulturkritik nicht einfach diese als objektive Entitäten kritisiert, sondern immer auch die Menschen, die sie betrieben. Nicht wahr? Eine der Thesen ist ja eigentlich in diesem Buch schon angelegt, die nachher in allen Werken von Rousseau eine wichtige Rolle spielen wird, nämlich die These, dass der Mensch von Natur aus eben gut sei und eher verdorben wird durch die Gesellschaft. Also der Mensch ist von Natur aus gut. Und genau diese These hat auch die Schulklasse diskutiert, die wir besucht haben. Wir haben dieses Gespräch ja in der Reihe Classical Reloaded geführt und wir besuchen da jeweils Schulklassen. Diesmal war die Schulklasse 3a an der Kantonsschule Wil an der Reihe. Und wir wollen sehen, was die Schülerinnen und Schüler zu diesem Thema zu sagen haben. Wir haben uns in letzter Zeit intensiv mit diesem Philosophen beschäftigt, mit Jean-Jacques Rousseau. Wir haben einzelne Werke von ihm ausschnittweise gelesen, insbesondere die Abhandlung über die Ungleichheit und das Erziehungsbuch, den Erziehungsroman Emil oder über die Erziehung. Eine der Kernaussagen von Rousseau ist, der Mensch ist von Natur aus gut. Was genau meint er damit? Ja, ich glaube, dass der Mensch eigentlich als gutes Wesen geboren wird, aber dadurch, dass er sich dann an der Gesellschaft beteiligt und ein Teil davon ist, wird er verdorben und ja, geht dann wird zu einem schlechten Mensch. Ich fand es so spannend, dass vor allem die Gesellschaft für das Individuum eine sehr große Gefahr darstellt, da es dort auch zu Ungleichheiten und Ungerechtigkeit kommen kann. Ich würde vielleicht eher sagen, dass der Mensch in Natur in einem neutralen Zustand ist, also weder gut noch schlecht, und sich dann, sobald er sich in die Gesellschaft integriert, entscheidet, ob er gut oder schlecht ist. Ja, Herr Schönewall, Dario Stadler und Raphael Kuster sagen in diesem Beitrag oder bringen die These nochmal zum Ausdruck, dass Rousseau eigentlich der Meinung sei, dass das Problem der Gesellschaft vor allem darin besteht, dass in der Gesellschaft Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten zustande kommen und das den Menschen verderbe. Was ist da eigentlich die Idee von Rousseau? Ja, man kann sich ja fragen, was heißt denn von Natur aus gut oder was heißt da Natur, nicht wahr? Und ich denke, das ist bei Rousseau schon ziemlich kompliziert. Also einerseits bezieht er sich natürlich auf einen Naturzustand. Also irgendwie kann man das evolutionär nachvollziehen. Er geht zurück in der Geschichte, oder? Und sagt irgendwie, der Naturmensch, der hat eben quasi noch keine Arbeitsteilung, der ist noch nicht sesshaft gewesen, niemand hat ein Stück Land für sich in Besitz genommen.
Also der Mensch war eigentlich ganz bei sich, hat nur seine natürlichen Bedürfnisse befriedigt. Und dann sagt er, aber wenn man noch weiter zurückgeht, wird es irgendwie schwierig, weil dann haben wir auch keine wissenschaftliche Erkenntnis mehr. Und der Übergang vom Tier zum Menschen, der ist dann irgendwie eine... Er sagt Rousseau nur noch, das ist eine große Zeitspanne, wo dieser Übergang stattgefunden hat. Und wir wissen nicht mehr so genau, wie das war. Aber eben dieser Naturzustand in einem naturalistischen Sinn oder evolutionären Sinn ist einmal gemeint, weil dort gab es einfach diese Umstände, gesellschaftlichen Umstände noch nicht, die diesen Menschen verführten, die ihn zur Eitelkeit brachten, die Versklavung und Beherrschung beinhalteten. Es waren alle zusammen in der Horde und sie haben alle dasselbe gemacht, eben keine Arbeitsteilung. Das ist der eine Naturbegriff, oder dieser evolutionäre. Und der andere ist aber ein introspektiver, oder? Und die deutsche Sprache eignet sich gut, um diesen rousseauischen Naturbegriff nachzuvollziehen. Die Erinnerung, oder? Das geht zurück in der Geschichte, aber das geht ja ins Innere, also Introspektion. Und Rousseau sagt, dass er in seinem Innern durch Introspektion feststellen könne, dass der Mensch eigentlich im Inneren seines Wesens gut ist, oder? Also Erinnerung zurück in der Geschichte und hinein zum Gewissen. Mhm. Und also von Natur aus gut heißt dann eben ein zweifaches irgendwie. Also einerseits die natürlichen Umstände früher in der Geschichte, in der Urgeschichte waren andere, sodass die Gesellschaft den Menschen damals weniger korrumpiert hat. Und andererseits behauptet Rousseau eben, und wir haben quasi eine Erinnerung an diese Zeit in unserem Gewissen und wir können durch Introspektion zu diesem guten Kern zurückfinden. Und diese erste These, die mehr so quasi These der Entwicklung der Gesellschaft, die ist ja eigentlich widerläufig zu der These von Thomas Hobbes, dem englischen Philosophen, der die Idee hatte, dass im Naturzustand überhaupt kein Friede herrscht, nichts mit Nettigkeiten, sondern im Gegenteil Homo homini lupus, Krieg aller gegen alle. Und erst die Gesellschaft wird es ermöglichen, Frieden unter die Menschen zu bringen. Bei Rousseau also umgekehrt. Ursprünglich war Friede und die Gesellschaft kommt dann, wird dann in Richtung Ungleichheit ausgestaltet. Eben, also Rousseau hat das an Hobbes kritisiert, er war nicht der Erste, aber er hat das kritisiert, er hat gesagt, man spricht hier von Naturzustand, aber man projiziert eigentlich fortgeschrittene gesellschaftliche Konkurrenzverhältnisse zurück in einen Zustand, den man Naturzustand nennt, aber der wirkliche Naturzustand, naturalistisch gesprochen, das war einer friedlichen Koexistenz von kleinen Kommunen, die vor allem auf Kooperation eingestellt waren. Aber die Frage ist natürlich, ob Hobbes überhaupt seinen Naturzustand in einem naturalistischen Sinne verstanden hat. Ich verstehe Hobbes, ich lese ihn eher als Gedankenexperiment, nicht wahr? Das es bei Rousseau übrigens auch gibt. Es gibt bei Rousseau diese Darstellung der Hirschjagd, oder? Wo Rousseau sagt, ja, also die Horde jagt jetzt zusammen einen Hirsch. Und das gelingt, wenn sich alle beteiligen und kooperieren. Hingegen, wenn jetzt der Einzelne plötzlich einen Hasen sieht, den er für sich allein jagen kann und behalten kann, dann wird er das tun. Also dann wird plötzlich das dominante Verhalten, wird plötzlich das nicht kooperative Verhalten. Und das ist eigentlich genau dasselbe Gedankenexperiment, das Hobbes macht. Oder er nennt es einfach Naturzustand, aber es ist nicht gemeint, dass das jetzt ein anthropologisch oder ethnologisch adäquater Naturzustand widerspiegelt, so wie das früher war, sondern das ist bei Hobbes ein Gedankenexperiment. Aber Rousseau hat natürlich trotzdem, worum es ihm ging, ist, er hat gesagt, diese Konkurrenzverhältnisse, die da Hobbes zum Naturzustand erklärt, die sind nicht unbedingt quasi unverfügbar gegeben, sondern die sind auch sozial konstruiert. Also wir können durch soziale Konstruktion Konkurrenz und Kooperation in ein unterschiedliches Verhältnis setzen und dass daraus in jedem Fall notwendigerweise ein Krieg aller gegen alle resultieren muss, das ist nicht so gegeben. Also man kann soziale Verhältnisse anders konstruieren. Das war sein Ideal. Das hat ja auch diese Schüler überzeugt ein Stück weit, dass man sagt, in unserer Gesellschaft gibt es extrem viel Konkurrenzdruck, es gibt sehr viel Wettbewerb und möglicherweise korrumpiert das die Menschen ein Stück weit, wie das Rousseau sagen würde. Nun gibt es aber ja auch die gegenläufige These, gerade in unserer Gesellschaft wird Wettbewerb auch sehr hoch geschrieben. Man sagt, das ist eigentlich der positive Fortschrittsmotor. Ohne Wettbewerb kein Fortschritt. Was würde Rousseau dazu sagen? Ja, eben, er hat irgendwie dem Wettbewerb nichts Gutes abgewinnen können. Oder wenn ich das vielleicht noch nachreichen kann zu Hobbes.
Interessanterweise ist der Hobbesche Naturzustand eines Kriegs aller gegen alle, also einer totalen Dekadenz, das ist eigentlich bei Rousseau der Endzustand der Geschichte, oder? Die Geschichte läuft eigentlich auf den Hobbeschen Kriegszustand hinaus, nicht wahr? In der kulturpessimistischen These von Rousseau. Also dieser Krieg aller gegen alle ist nicht am Anfang, sondern am Schluss der gesellschaftlichen Entwicklung. Aber da ist auch ein Punkt, wo ich mit Rousseau eigentlich nicht ganz einverstanden wäre, weil es gibt Konkurrenz unter Regeln, oder? Also man kann sich ein Fußballspiel nicht vorstellen ohne Konkurrenz, dass da zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Aber was das Spiel ermöglicht, sind die gemeinsamen Regeln. Und das ist eigentlich das Wichtige bei Konkurrenz, dass diese Regeln da sind, dass die fair sind, dass das Spielfeld flach ist und nicht die einen von unten nach oben und die anderen von oben nach unten spielen, nicht wahr? Solche Dinge sind eigentlich wichtiger, dass man Konkurrenz als etwas an und für sich Schlechtes betrachtet und Kooperation als etwas an und für sich Gutes. Das leuchtet dann nicht ein, weil es ist gerade aus diesem Wechselspiel von Konkurrenz und Kooperation, wo eigentlich menschliche Kreativität auch wiederum neu entsteht. Ich möchte noch eine Frage aufnehmen des Beitrags von vorhin. Der Kantonsschüler Philipp Wolf, der kritisiert ja diese These von Rousseau. Er sagt, es leuchtet ihm nicht ein, dass der Mensch von Natur aus gut geboren wäre, sondern er stellt es sich eher so vor, dass der Mensch sozusagen moralisch neutral in die Welt kommt. Und dann im Laufe seines Lebens entscheidet er sich, ob er gut oder schlecht sein wird. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Das ist finde ich ein sehr guter Punkt. Nur würde einfach Rousseau sagen, er entscheidet sich später nicht, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse machen dann quasi das Gros der Menschheit korrupt. Einzelne können sich dem entziehen. Ich glaube, Rousseau hat ja für sich in Anspruch genommen, dass er diesem gesellschaftlichen Zerfallsprozess nicht unterliegt. Wie er ja später sagen wird, ein Stück weit auch in seinen Bekenntnissen. Genau. Er versucht hat, zumindest ein guter Mensch zu sein. Er hat sich selbst als der Naturmensch dargestellt, oder? Aber der Punkt von diesem Schüler ist sehr gut, weil Voltaire hat mal gesagt, so spitz gegen Rousseau, ja, wenn ich ihre Schriften lese, dann bekomme ich Lust, wieder auf allen Vieren zu gehen. Also irgendwie wird ja hier insinuiert, dass das Tier der bessere Mensch sein soll. Und das ist ja wirklich nicht plausibel. Also ist doch eher die These einsichtig, dass da nicht, dass der Mensch am Anfang nicht gut war, jetzt im Sinne der Moral, sondern in gewissem Sinne ein amoralisches Wesen war, ein Wesen, das wir gar nicht moralisch beurteilen, so wie wir das Tier nicht in dem Sinn moralisch beurteilen. Auch wenn der Löwe das Zebra frisst, sagen wir nicht, er sei schlecht oder böse, er ist einfach ein Tier. Und der Naturmensch, den könnte man sich da, wenn man jetzt evolutionär versteht, der war einfach noch sehr oder ähnlich kodiert wie das Tier, das wir jetzt nicht moralisch zu beurteilen haben. Mir persönlich hat, als ich diesen Diskurs wieder gelesen habe, sehr gefallen, dass man so den Eindruck kriegt, er ist natürlich auch, Jean-Jacques Rousseau ist natürlich auch sehr aktuell hinsichtlich des Bedürfnisses vieler Menschen, wieder naturverbundener zu leben. Und es hat mich daran erinnert, dass es im Moment eine starke Bewegung gibt, zum Beispiel mitten in Zürich, Urban Farming, also das Gärtnern mitten in der Stadt. Leute wollen wieder kleine Gärten haben. Man hat Land, das man verpachtet, damit Familien wieder ihr eigenes Gemüse ziehen können. Es gibt ein Versandhaus, das wirbt mit dem Slogan: Es gibt hier noch die guten alten Dinge. Mitten in New York finden Strickpartys statt, also Stricken ist wieder en vogue. Dieses ganze Zurück zur Natur. Wie muss man sich das bei Rousseau vorstellen? Ich meine, bei uns wird jetzt das Mittelland zugebaut, man versteht diese Sehnsucht zurück zur Natur. Bei Rousseau, da gab es ja noch viel Wald, es gab noch viel Natur. Was war da eigentlich das Desiderat von Rousseau? Also der Slogan «Zurück zur Natur», diesen Ausdruck hat er nie zu Papier gebracht. Also das findet man bei ihm nicht. Oder er hat auch sich dagegen gewehrt, dass irgendein Eindruck entstehen sollte, man könne das Rad der Geschichte zurückdrehen. Darauf gründete sich ja sein Pessimismus. Er glaubte nicht, dass man zu diesen ursprünglichen Zuständen zurückgehen kann. Und deshalb war er auch so negativ eingestellt. Der Mensch treibt vorwärts, er ist ein Getriebener. Er treibt vorwärts und er treibt in den Ruin, er treibt in die Revolution. Aber dennoch selber machen, Sachen selber machen, selbstversorgend sein, den eigenen Garten pflegen, das war ja schon sehr wichtig für ihn. Genau, er hat ja selber herborisiert, er hat immer wieder lange Spaziergänge gemacht, er hat sich in der Natur am liebsten aufgehalten. In dem Sinne,
das ist vielleicht das, was jetzt mit Nachhaltigkeit oder mit Retardieren gemeint sein könnte von ihm, oder? Er glaubt eben nicht, dass man wirklich zurück kann in der Geschichte, aber man kann Zerfallsprozesse aufhalten, man kann sich an Altes eben wieder erinnern und das wieder quasi versuchen, sich daran anzunähern. Aber was heute diese Bewegungen von Urban Farming und sowas hier auszeichnet, ist doch ein gewisser Technologieoptimismus, oder? Eigentlich die Idee, dass wir integrativ zwischen Natur und Kultur uns bewegen können und bewegen müssen und dass wir die Technik wiederum in den Dienst der Erhaltung der Natur stellen können, das sind doch eher positive Urteile über Technik und über Wissenschaft und über Kunst und der Versuch einer Integration, nicht wahr? Ob dieses Experiment gelingen wird, ist natürlich, steht noch nicht fest. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Urban Farming, dieses Gärtnern mitten in der Stadt, ist nicht Ausdruck eines Kulturpessimismus, sondern eher eines Optimismus. Mitten in der Technik kann man noch den Garten haben. Aber noch einmal meine Frage, warum hat eigentlich Rousseau sich so stark gesehnt nach diesem naturverbundenen Leben in einer Zeit, wo man ja noch nicht davon sprechen konnte, dass das Mittelland zugebaut wurde? Ja, ich denke, das ist wirklich eine seiner Qualitäten. Er hatte eine große Empfindsamkeit und eine Fähigkeit, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. Also er spürte die großen Tendenzen der Zeitgeschichte, nicht wahr? Und er hat in der Mitte des 18. Jahrhunderts irgendwie die Verwerfungen der Industrialisierung gespürt. Er hat das kommen sehen. Er hatte irgendein Sensorium dafür. Also es ging nicht darum, jetzt ein Abbild zu machen seiner Zeit nur im Moment, sondern er hat diese Frühindustrialisierung, die neue Form der Arbeitsteilung, die damit verbunden ist, die neuen krassen Formen der Beherrschung und der Ungleichheiten und die sozialen Zerwürfnisse, die das bringen wird, das hat er alles gespürt. Und er hat gesagt, es gibt ein Jahrhundert der Revolutionen. Also wenn man einfach eine Fotografie macht von Genf 1750 und diese Idylle sieht oder irgendeiner Stadt, dann sieht man das natürlich nicht. Aber Rousseau hat eben die großen Tendenzen gespürt. Und das ist meines Erachtens auch eine seiner großen Stärken, nicht wahr? Er hat eben diese Sensibilität des Künstlers. War in dem Sinne nicht nur einfach ein Philosoph, der analysierte, sondern eben wirklich ein Künstler, der mehr gespürt hat, als jetzt man eben nur aus einem Buchwissen sich hat aneignen können, nicht? Machen wir einen Sprung zu Rousseaus politischer Theorie. Er war ja auch eben ein großer Verfechter von großen politischen Idealen. 1762 erscheint dann der Contrat Social von ihm, sein politisches Hauptwerk. Und da versucht er ja eigentlich eine politische Theorie zu entwerfen, die es den Menschen ermöglicht, möglichst nahe am Naturzustand zu leben oder möglichst so zu leben, wie sie eben wieder gut werden können oder gut sein können. Wie soll das gelingen? Ja, also Rousseau hat später dann auch geschrieben, eben dieser Gesellschaftsvertrag, den kann eine Gesellschaft nur an einem bestimmten Punkt ihrer Entwicklung machen. Wenn sie schon darüber hinaus ist, ist es zu spät und sie ist schon verloren. Also Frankreich ist schon weit über den Zustand hinaus, wo ein geglückter Gesellschaftsvertrag überhaupt gemacht werden konnte, sagt Rousseau, das damalige Frankreich. Für Genf, sagt eben, wäre es gerade noch Zeit gewesen und deshalb haben wir diesen Contrat Social eigentlich auch in erster Linie für solche eher kleineren politischen Gemeinschaften wie Genf geschrieben. Das ist sehr wichtig. Also wenn der Staat bereits zu groß ist, wenn die zivilisatorische Entwicklung, die Arbeitsteilung, die Industrialisierung bereits zu weit fortgeschritten ist, dann sieht Rousseau keine Möglichkeit mehr, eine legitime Republik zu stiften. Also es ist eigentlich historisiert von ihm. Es hat einen zeitlichen Index. Es ist nur an einer bestimmten Entwicklungsstufe einer Gesellschaft, ist es überhaupt möglich, einen solchen Gesellschaftsvertrag zu machen? Und spätere Kritiker haben natürlich dann sofort geschrieben, ja, was nützt uns das jetzt noch, nicht wahr, wenn einer kommt und sagt, ihr hättet was in der Vergangenheit tun müssen, was ihr jetzt nicht nachholen könnt, dann ist das eine ideale Theorie, die man eigentlich nur noch also quasi ins Büchergestell stellen kann. Beweinen kann, dass man es nicht geschafft hat. Genau, aber, und das ist vielleicht dann auch das eben, soll ich sagen, das Gegenläufige, also diese pessimistische Kulturkritik, die negative Geschichtsphilosophie und die ideale Gesellschaftstheorie, die ideale politische Theorie von Rousseau,
die passen an einem bestimmten Moment dann nicht mehr zusammen. Er hat dann auch noch eine Schrift für Korsika geschrieben, also für dieses ländliche Korsika. Da wäre es auch noch in Frage gekommen, mhm, so einen Gesellschaftsvertrag zu verwirklichen. Und wie sähe der denn aus? Ja, eben also für Rousseau ist das natürlich eine sehr egalitaristische Gesellschaft. Also alle sind gleich. Die Gleichheit der Bürger. Er ist nicht gegen das Privateigentum. Es soll einfach quasi eine Gesellschaft sein von Eigentümern, die alle mehr oder weniger gleich viel haben. Für die ideale Gesellschaft sieht Rousseau keine Geldwirtschaft vor. Er war ein großer Kritiker auch des Geldes. Also das Geld ist auch vom Teufel von Rousseau. Sobald es in einer Gesellschaft Geld gibt, ist sie auch schon verloren. Was Rousseau vorschwebt, ist so ein Tausch von Naturalien, nicht wahr? Und es ist eine eigentlich auch auf die Landwirtschaft ausgerichtete Gesellschaft. Und das eigentliche, der Kern oder des Gedankens ist dann diese berühmte Volonté générale. Also das ist eigentlich die Idee, dass Gemeinwille normalerweise übersetzt. Genau, Gemeinwille, der verallgemeinerungsfähige Wille, oder? Mhm. Also so Grundprinzipien halt der Gegenseitigkeit, dass keiner mehr Freiheiten aufgibt als der andere, dass keiner mehr Beteiligungsrechte hat als der andere, dass alle vom Gesetz gleich behandelt werden. Das ist die Grundfeste dann dieser Republik. Und eben quasi, dass die Souveränität, mhm, auf das Volk gegründet ist, also auf die Gemeinschaft eben der Bürger. Er stellt ja eigentlich als Hauptfigur in diesem Contrat social den Citoyen vor, diesen Bürger, und den grenzt er ab vom Bourgeois. Der Bourgeois, der definiert sich durch den Besitz, also ich besitze, also bin ich. Der Citoyen definiert sich via Partizipation, also ich nehme teil an dieser Gesellschaft, also bin ich. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Also der Citoyen, der verzichtet auf Besitz oder er hat doch ein bisschen etwas und teilt es, vor allem aber nimmt er teil. Wie nimmt man denn teil? Wie sieht so eine Gesellschaft aus? Also für Rousseau war natürlich so, dass die Grundidee der Landsgemeinde, auch der Volksversammlung, oder also die Bürgerinnen und Bürger nehmen teil an dem politischen Leben, sie bestimmen selber mit. Sie internalisieren aber auch die Tugenden, die gefordert sind für die legitime Republik, also eben Habgier, Machtsucht und solche Dinge darf der Bürger nicht haben. Das ist auch eine Tugendlehre eben mit dem Bürger verbunden, und heutige politische Philosophen wie Habermas kritisieren das als eine zu starke Moralisierung der Politik, aber für den Citoyen von Rousseau ist das sehr wichtig, dass man tugendhaft ist, dass man sich auch selber einschränkt, ohne dass der Staat eben immer alles mit Gewalt durchsetzt. Das ist ein Grundgedanke Rousseaus. Der Citoyen ist eigentlich jemand, der die Gesetze immer schon internalisiert hat, sodass es die harte Hand des Staates gar nicht braucht. In einem Staat, wo die Bürger die Gesetze nicht internalisiert haben, wo sie sich nur an die Gesetze halten, weil der Staat sie mit Zwangsgewalt durchsetzt, dieser Staat ist für Rousseau schon verloren, weil dieser Zwangsapparat, den kann der Staat gar nicht aufbieten, oder? Den bringt er gar nicht zustande, und dann wird man sich nicht an die Gesetze halten und die Gesellschaft verkümmert. Also der Bürger, der Citoyen ist jemand, der die meisten Gesetze befolgt, weil er davon überzeugt ist. Und weshalb ist er davon überzeugt? Ja, weil er sich an der Gesetzgebung auch maßgebend beteiligen kann. Man sagt ja zuweilen auch, Rousseau sei doch so etwas wie der Vater der modernen Demokratie. Das klingt jetzt aber alles sehr utopisch, was Sie da schildern. Wie bringen wir das zusammen? Also die moderne Demokratie hat schon verschiedene Väter, ich war, und auch Mütter. Also das kann man nicht alles auf Rousseau beziehen. Insbesondere auch die Hauptfigur der modernen Demokratie, die repräsentative Demokratie, da war Rousseau eher dagegen. Also er sagt, Repräsentanten, die können nur nach einem direkten Bürgermandat stimmen. Mhm. Aber eben, wie gesagt, die Lehre der Volksorientierung, die Idee, dass der Staat letztlich durch die Bürgerinnen und Bürger konstituiert ist, da ist er schon maßgebend, und man beruft sich immer noch auf ihn. Aber für andere Elemente sind sehr viele andere Autoren dann auch wichtig. Was an der Schweizer Demokratie wäre jetzt ganz konkret im Sinne von Rousseau? Ja, sicher die Landsgemeinde. Er hat ja auch davon geschrieben, hat sich darauf bezogen. Also diese direkte Demokratie als Landsgemeinde, das ist wichtig. Allerdings etwas, was man nicht verwechseln darf, ist
dass Rousseau auch der Meinung war, natürlich, dass die Landsgemeinde in ihren konkreten Entscheidungen in die Irre gehen kann. Also er war nicht so einer, der einfach gesagt hat, die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Das ist nicht gemeint mit Volonté Générale. Er hat das ja unterschieden. Der allgemeine Wille und der Wille von allen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und in der Schweiz beruft man sich zu Recht auf Rousseau in Bezug auf die direkte Demokratie und die Landsgemeinde. Aber man beruft sich zu Unrecht auf Rousseau, wenn man irgendwie insinuieren will oder andeuten will, dass jetzt Volksentscheide einfach nicht in die Irre gehen können. Die Ungleichheit zwischen den Menschen war ihm ein großer Dorn im Auge. Er hat auch zum Teil darüber geschrieben, dass Ungleichheiten in den Einkommen eine gesellschaftszersetzende Wirkung hätten. Wenn man das heute liest, hat man fast schon das Gefühl, einen modernen Befürworter der Abzockerinitiative vor sich zu haben. Und Sie selber haben einen Gegenstand mitgebracht, von dem Sie denken, dass er ganz gut für Rousseau steht. Vielleicht können Sie das kurz erläutern. Ja, es ist ein Apfel, also ich denke jetzt hier eben nicht an Wilhelm Tell und auch nicht an Eva im Paradies, sondern an Rousseaus Confession. Er beschreibt eine Szene, als er Lehrling war. Nicht wahr? Rousseau hat ja als Bildung nicht mehr mitzubringen als zwei abgebrochene Lehren. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Aber, und in einem, da hat er einen Apfel gestohlen, der war weggesperrt hinter einem Gitter. Und er musste ihn zerschneiden, um überhaupt aus dem Gitter nehmen zu können. Und er beschreibt das in den Confessions. Also in den Bekenntnissen, in den Bekenntnissen und also in seiner Autobiografie. Ja. Und der Meister hat ihn dabei erwischt. Und das hat ihn die Stelle gekostet, wurde auch, er hat Schläge kassiert. Und er stellt das natürlich dar, oder man interpretiert das immer auch als wie eben der junge Rousseau, der quasi überall vertrieben wurde, der aus doch in eher schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist, wie er solche Ungerechtigkeits- und Ungleichheitserfahrungen gemacht hat. Also nicht wahr, dass jemand einen Apfel stehlen muss. Dazu braucht es ja doch einiges, dass er quasi, dass ihm sogar ein Apfel vorenthalten wurde vom Lehrmeister, ist ja schon ein ziemlich starkes Stück. Und dass er nur für diesen Diebstahl des Apfels solche Schläge kassiert hat. Also ich deute das eben so, man kann in der Autobiografie Rousseaus vielleicht so Erfahrungen sehen, die erklären, weshalb er ein besonderes Sensorium entwickelt hat für Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Vielleicht mehr eben als adlige Intellektuelle. Nicht wahr? Es gibt unter den französischen Aufklärern ganz viele adlige, privilegierte Intellektuelle. Und Rousseau kommt aus einem ganz anderen Milieu. Er kommt von sehr weit her, in dieser Hinsicht sozial. Und das hat sicher, das ist sicher mit so Ungerechtigkeitserfahrungen, Status-Ungleichheitserfahrungen verbunden. Und das symbolisiert dieser Apfel. Ich habe es schon gesagt, 1762 ist dieser Contrat social erschienen. Und im Gegensatz zu diesem ersten Disco, über den wir gesprochen haben, trug das nicht zu seinem Ruhm bei, sondern das Buch wurde verboten. In Frankreich zuerst, es wurde öffentlich verbrannt, es wurde auch in Genf verboten, es wurde in Bern verboten und Rousseau wurde zum verfolgten Mann. Er hat schlussendlich 1762 bis 1765 dann Zuflucht gefunden in Mortier. Man sagt, er hat in dieser wunderschönen Stube hier gelesen, er hat hier Schutz gefunden schlussendlich. Damals Neuenburg unter preußischer Herrschaft, man konnte ihm hier nichts anhaben. Was hat er in dieser Zeit getrieben, als er hier in Mortier gelebt hat? Also da vorne im Schloss hängt ein Bild von ihm. Er hat hier lange Spaziergänge gemacht, hin zu einem Wasserfall auch. Er hat eigentlich das gemacht, was er auch immer gemacht hat, herborisiert. Er hat eigentlich also Pflanzen, genau, Lexika hergestellt, genau, Pflanzen gesammelt, Pflanzen gepresst. Und es ging ihm eigentlich, er ist auch relativ lange hier gewesen, er ist länger hier gewesen als auf der Petersinsel, obschon die Petersinsel für ihn berühmter ist, aber er ist länger hier gewesen, wurde allerdings hier dann auch vertrieben, oder er beschreibt das dann in den Bekenntnissen, wie hier die Menschen Steine auf das Haus geworfen haben, weil die Bevölkerung gegen ihn aufgebracht wurde. Er wurde ja auch hier zu einem extremen Exzentriker, kann man sagen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, da sieht man ihn in seiner Armeniertracht. Er hat eine Fellmütze getragen und einen langen Rock. Warum hat er sich so eine Tracht zugelegt?
ja, er wurde halt irgendwie immer, also ich meine, er fühlte sich ja immer als Außenseiter, er fühlte sich immer als Marginaler und er hat das auch kultiviert. Er hat das entsprechend eben auch durch Symbolik zum Ausdruck gebracht und das ist eigentlich letztlich so zu deuten, er wollte einfach sein Anderssein auch zur Schau stellen und ja, so würde ich das deuten. Mhm. Und er ist eben, er war ein Superstar, in heutigen Worten, für einen Philosophen ungewohnt, auch in der damaligen Zeit. Und gleichzeitig war er ein totaler Einzelgänger. Er hat sich ja in dieser Zeit dann auch verkracht mit seinen früheren Freunden, beispielsweise mit Diderot, mit Voltaire. Das ist so ein Element, das ich nicht verstehe. Er hat ja eigentlich sehr gute Freundesbeziehungen gehabt zu den großen Aufklärern. Man sagt auch von Jean-Jacques Rousseau, er sei ein Philosoph der Aufklärung. Gleichzeitig hat er sich eben verkracht mit den führenden Aufklärern. Wie ist er denn Aufklärer geblieben? Ja, ich denke, das hat vielleicht auch persönliche Motive gehabt und gesellschaftliche Motive im Status. Aber ich glaube, es gab auch inhaltliche Punkte, wo er mit ihnen nicht einverstanden war. Nicht wahr? Rousseau ist nicht eben der Aufklärer, der jetzt quasi meint, durch Wissenschaft und Technik könne sich der Mensch aus der Versklavung von der Religion und vom Feudalismus zu einer höheren, besseren Zivilisationsstufe heben, sondern er war quasi der Aufklärer der Aufklärer. Also er hat schon die Aufklärung kritisch noch einmal reflektiert. Nicht wahr? Er war in dem Sinne auch ein Kritiker der Aufklärung, der bereits wieder einen Schritt, wenn man so will, über die Aufklärung hinausgegangen ist. Er hatte dann auch andere politische, also mit Diderot hatte er auch politische Differenzen. Nicht wahr? Diderot, der war ein Befürworter des aufgeklärten Absolutismus. Nicht wahr? Der hat gefunden, ja, wenn ein Fürst eben aufgeklärte Ideen hat, entsprechende Leistungen vollbringt, dann ist es eigentlich eine legitime Herrschaft. Und Rousseau war einfach sehr viel radikaler. Und auch mit Voltaire hat er sich natürlich dann verkracht. Und Voltaire hat ihn dann auch persönlich angegriffen. Ich war auch wegen seiner Kinder, die er alle im Waisenhaus gelassen hat. Und dann, glaube ich, ist aber mit der Zeit bei Rousseau so etwas wie eine Paranoia hinzugekommen. Also er fühlte sich dann plötzlich von allen verlassen, von allen verfolgt, von allen verraten. Und dann kommt ein irrationales Moment in diese ganze Dynamik hinein. Also dieser Exzentriker, der hat ja wirklich sehr viele schillernde Seiten gehabt. Der Gesellschaftsvertrag, der wurde abgelehnt. Sie haben es schon gesagt, weil er natürlich den Absolutismus extrem kritisierte. Also keine Fürsten mehr, sondern an die Stelle des Fürsten soll das Volk treten, das sich selber Gesetze gibt, das sich selber regiert. In dieser Zeit, auch interessant zu lesen, hat sich Rousseau selber das Klöppeln beigebracht, also eine Art Sticken oder Häkeln mit so kleinen Holzspulen. Und man sagt, er hätte damals sogar den Frauen, die versprochen haben, die Kinder später zu stillen, selbst geklöppelte Brustspitzen zur Hochzeit geschenkt. Also man könnte fast schon sagen, Rousseau, das Aushängeschild der nächsten Stillkampagne. Mhm. Aber auch machen wir noch einmal einen Schnitt hin zur Pädagogik. Er hat im gleichen Jahr, wie er den Contrat Social verfasst hat, Emil geschrieben. Das ist sein pädagogisches Hauptwerk. Es ist ein Erziehungsroman, die Geschichte von Zöglin Emil, der perfekt erzogen werden soll. Und er will daran eigentlich ja zeigen, wie wir die Menschen zu erziehen haben, dass sie eben fähig sind, später so ein Contrasocial miteinander zu knüpfen. Dennoch, auch Emil wurde verboten und abgelehnt. Warum ist das mit diesem Buch passiert? Ja, es gibt natürlich im Emil auch religionsphilosophische Passagen, die kirchenkritisch sind, also institutionenkritisch. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, nicht wahr? Weil sonst ist natürlich, und man muss den Emil auch noch in einen größeren Zusammenhang stellen. Also es wird immer gesagt, es ist ein Erziehungsschrift, Erziehungsroman. Das ist natürlich nicht falsch, aber wenn man Rousseau liest, was er über den Emil gesagt hat, dann fällt auf, er sagt, das ist die Synthese seiner Philosophie. Der Emil ist nicht einfach ein Erziehungsroman, sondern das ist eine Gesamtdarstellung der Philosophie, einerseits der eigenen Philosophie Rousseaus und der Philosophie überhaupt. Und ein absolut für mich geniales Werk, weil nicht wahr, es gab viele Darstellungen der Wissenschaften, es gab diese Kanone der Wissenschaften, Wissenschaftskataloge, also die hatten alle ein systematisches Ordnungsprinzip. Und Rousseau macht eine Gesamtdarstellung der Philosophie,
nach der subjektiven Entwicklungsgeschichte eines Menschen, also so, wie sich der Mensch die Philosophie auch aneignet, und diese quasi dieses pädagogische Ordnungsprinzip bringt er in die Philosophie. Ein pädagogisch-subjektives Ordnungsprinzip bringt er in eine Gesamtdarstellung der Philosophie. Das ist das eine, was man meines Erachtens verstehen muss, um den Emil richtig zu interpretieren. Das ist nicht einfach ein pädagogischer Zettelkasten, wo man sich jetzt für die Pädagogik quasi die richtigen Anleitungen herausholen kann, sondern das ist eigentlich ein philosophisches Werk, eine philosophische Anthropologie, wenn man so will. Und von dem her eben ein geniales Werk auch, weil das natürlich verpackt war in einen Roman, in einen Erziehungsroman. Das war für die Leute auch sehr viel verständlicher als irgend so ein verstaubter, objektiver Traktat über die Ordnung der Wissenschaften. Die Schulklasse, die wir besucht haben an der Kantonsschule Wiel, hat auch Emil gelesen, und sehen wir uns auch da an, was die Schülerinnen und Schüler dazu zu sagen haben. Rousseau behauptet ja, dass man ein Kind als Einzelgänger aufziehen sollte. Das finden wir persönlich aber nicht gut, weil wir finden, es sollte mit anderen Kindern Kontakte knüpfen und auch so Freundschaften knüpfen können. Und Freundschaften ist für uns eigentlich das Wichtigste im Leben, weil nur so kann man ein glückliches und zufriedenes Leben führen. Wie soll er eigene Erfahrungen sammeln, wenn er nicht Teil einer Gesellschaft ist und alleine durchs Leben geht? Ich finde, das Kind sollte durchaus in einer Gesellschaft leben und dort aufwachsen, seine eigenen Erfahrungen sammeln und Neues lernen. Doch eine gewisse Grundlage sollte durchaus durch Belehrung gegeben werden. In Rousseaus Werk Emil haben wir gelesen, dass der Mensch im Naturzustand perfekt ist. Und da hat sich mir dann die Frage gestellt, warum legt Rousseau so großen Wert darauf, dass ein Kind trotzdem erzogen wird, wenn es doch im Naturzustand schon perfekt ist. Anaïs Niedermann, Joël Rütsche und Dario Stada, die kritisieren ja Rousseaus Forderung, man soll ein Kind ein Stück weit als Einzelgänger aufziehen. Warum hat Rousseau diese These vertreten? Genau, das muss man schon im größeren Zusammenhang eben sehen. Der Emil ist nicht einfach ein Erziehungsroman für alle möglichen Gesellschaften, sondern unter den Bedingungen, dass die Außenwelt oder die Gesellschaft korrupt ist, muss man quasi das Kind zunächst einmal dieser Gesellschaft entziehen. Sonst wird es sofort von der Gesellschaft korrumpiert. Im russischen Idealstaat, in der idealen Republik, wäre das nicht nötig. Da, für diesen Fall, will er ja die öffentliche Erziehung. Er war ja einer der frühen Verfechter doch der öffentlichen Schulbildung. Also das gehört zum Republikanismus. Aber weil er dachte, dass eben das Frankreich seiner Zeit so korrupt ist, muss zunächst einmal eine geglückte Erziehung sich zurückziehen in den Haushalt. Und die Hausgemeinschaft kann man noch retten vor der Korruption. Der Staat ist verloren. Und in diesem Kontext steht der Emil. Und deshalb ist das quasi so bedingt. Nicht wahr? Es ist nicht für alle möglichen Gesellschaften. Und wie würden Sie die Frage von Chantal Stricker beantworten, die gefragt hat, warum eigentlich Rousseau überhaupt der Meinung war, dass man Kinder erziehen müsste, wenn sie doch von Natur aus schon gut sind? Genau, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Aber hier kommt eben die rousseauische Erkenntnis oder These ins Spiel, dass der Mensch ein zur Entwicklung verdammter ist oder bestimmter. Der Mensch kann sich in seiner Entwicklung nicht entziehen. Er gebrauchte diesen Begriff der Perfektibilität. Also der Mensch wird nicht fertig geboren, wie das Tier, das einfach quasi als Tier geboren wird und dann nicht eine große Entwicklung durchmacht. Der Mensch wird als offenes, auf eine Entwicklung hin offenes Wesen geboren und auch auf ein Scheitern hin offenes Wesen. Und also was den Mensch vom Tier unterscheidet für Rousseau, ist auch, dass der Mensch scheitern kann. Und wenn man ihn einfach seiner Entwicklung überlässt, dann verkennt man das, nicht? Das heißt, man würde sagen, der Mensch ist nicht von Natur aus gut, fertig, sondern der Mensch hat von Natur aus gute Anlagen, die man durch die Erziehung zum Blühen bringen kann. Genau, und man muss natürlich stufengerecht, er geht eine Entwicklung durch, er entwickelt sich auch körperlich, physisch. Mhm. Der Emil ist sehr aufgebaut auf das eigentlich Prinzip der Sinnlichkeit, der sinnlich-körperlichen Entwicklung des Menschen. Und dieser sinnlich-körperlichen Entwicklung muss schon eine bestimmte adäquate Erziehung, nicht wahr, hinzugepasst werden. Rousseaus Emil ist ja extrem einflussreich gewesen. Man sagt, dass die Reformpädagogik ein Stück weit zurückgeht auf ihn, die antiautoritäre Erziehung. Also Maria Montessori, Heinrich Pestalozzi haben sehr viel bei Rousseau gefunden, was sie später weiterentwickelt haben. Sie sind selber Vater von drei Kindern. Haben Sie sie à la Rousseau erzogen?
nicht strikte nach Handbuch, aber ich habe mir schon ein paar Dinge natürlich gemerkt. Also man stellt schon fest, wie Kinder einfach gerne spielen um des Spielens Willens, also wie quasi sie nicht gerne diszipliniert werden, immer schon auf Leistung getrimmt, und dass man ihnen diesen Freiraum auch lassen soll, das leuchtet mir schon ein. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass Kinder auch gerne spielerisch lernen. Also diese strikte Trennung, die Rousseau macht, oder zwischen dem Spielen und dem Kindsein früher und dann sehr spät auf die Bücher hin und das Lernen von eher abstrakteren Dingen hingeführt werden, das kann man heute auch anders sehen. Also Kinder können zum Beispiel Sprachen sehr früh lernen und sehr gut und sehr spielerisch. Also die Verbindung von Spiel und Disziplin, die kann man auch zusammenbringen. Aber was ich auch gemerkt habe, ist quasi, wenn Kinder ja einfach natürlich ihre Bedürfnisse befriedigen, zum Beispiel wenn sie den Kuchen essen beim Kinderfest, mit welcher Freude sie das tun, das ist für mich Amour de soi. Also das ist ja nicht irgendwie ein gesellschaftsschädigender Egoismus, was da zum Ausdruck kommt, sondern quasi das, was Rousseau mit Amour de soi meint, nämlich das natürliche Befriedigen von Bedürfnissen, das jetzt einfach jedem zusteht. Und das tragen Kinder zutage, aber dann sehr schnell merkt man auch, wie sie sich zu streiten beginnen, wie Eitelkeiten ins Spiel kommen. Also man kann schon diesen Entwicklungsprozess, den Rousseau beschreibt, den kann man schon zum Teil auch an seinen Kindern beobachten. Rousseau schimpft im Emil auf Väter, die sich nicht um die eigenen Kinder kümmern. Gleichzeitig, Sie haben es schon erwähnt, hat er seine eigenen Kinder allesamt, waren fünf, in ein Waisenhaus gegeben. Hat das für Sie an der Überzeugungskraft des Emil irgendwie eingebüßt? Ja, eben, ich habe den Emil nie eigentlich als Erziehungsroman gelesen, sondern als philosophische Synthese, die mir sehr gefällt, eben als literarische Schöpfung. Sonst ist es klar, also für Rousseau gibt es gibt Dinge, die ihn unglaubwürdig machen, aber man kann sich ja darüber unterhalten, inwiefern jetzt Philosophen überhaupt für das gerade stehen müssen, was sie selber predigen. Natürlich gibt es diese Diskrepanz, aber so kann man natürlich jeden persönlich angreifen. Das ändert ja nichts an der Gültigkeit der Thesen. Also ich bin schon ein Philosoph, der sagt, Sätze sind wahr oder falsch, sind Sachverhalte, und derjenige, der sie sagt, nicht wahr? Wenn der jetzt nicht ganz glaubwürdig ist, das muss mit dem Sachverhalt an und für sich noch nichts zu tun haben. Und was da im Emil steht über die Erziehung, das kann seine Gültigkeit haben, auch wenn Rousseau das Gegenteil gemacht hat. Etwas, was auch einen sehr starken Einfluss hatte in diesem Emil, ist die Idee, dass das die Kindheit als Phase im menschlichen Leben eine eigene Bedeutung hat. Das ist nicht einfach eine Phase, die zur Vorbereitung dient auf das eigentliche Leben als Erwachsener, sondern eine eigenständige Phase. Und das hat vermutlich auch die Kinderrechtsbewegung inspiriert. Man hat ja heute die Kinderrechtskonvention der UNO. Würden Sie sagen, Kinder haben in diesem Sinn eigene Rechte? Das glaube ich schon. Also man hat das viel zu wenig bisher beachtet, dass Kinder eigene Rechte haben, dass oft, wenn um Kinder gestritten wird, die Kinder selbst zu wenig gefragt werden oder vielleicht auch zu wenig bedacht wird, dass sie auch Anrecht auf einen Anwalt eigentlich fast haben, eine eigene ständige Partei eigentlich fast sind, wenn es um Kinderrechte geht. Das denke ich schon. Und da hat Rousseau was Wichtiges gesehen, oder? Diese sogenannte Entdeckung der Kindheit bedeutet ja nicht nur das, es bedeutet auch, jetzt vielleicht schon von Kant her gelesen, dass Erziehung nicht einfach nur sein kann, dass die Kinder diszipliniert werden im Hinblick auf eine gesellschaftliche Funktion, die sie dann ausüben sollen. Also es ist nicht einfach, dass sie da in die Formen gegossen werden, die dann zur Gesellschaft passen, sondern einfach Personen im eigenen Recht sind. Und Rousseau sagt ja auch, was soll der Emil erzogen werden? Zum Menschen. Also nicht irgendwie zu irgendeinem Beruf oder zur Ausübung irgendeines Funktions, sondern er soll zum Menschen geboren werden. Und das ist natürlich die kantische Idee, eben, dass der Mensch eigentlich als Person nicht instrumentalisiert werden sollte. Und das müssen wir natürlich auch in der Erziehung und im Umgang mit Kindern besonders beachten. Denn weil wir ja Kinder formen, erziehen, heranbilden, dort ist die
Versuchung am größten, eigentlich sie zu instrumentalisieren. Nicht wahr? Mhm. Auch quasi mit den eigenen Ideen zu indoktrinieren und zu manipulieren. Und das geschieht ja dauernd. Also Kinder werden wie keine anderen Wesen von Erwachsenen auf irgendetwas getrimmt. Und das gilt, ob man jetzt links oder rechts steht in der Politik oder irgendwie welcher Religion man angehört. Alle Eltern versuchen ja doch, ihre Kinder auf irgendetwas, was ihnen selber am meisten am Herzen liegt, hinzuführen. Und da mal noch eine kritische Reflexion einzuführen und sagen, nein, also eigentlich soll das Kind nur lernen, sein eigenes Urteil zu fällen, oder? Also die Erziehung zur Autonomie, das finde ich schon ein wichtiger Punkt. Sie haben es schon erwähnt, Rousseau wurde verfolgt, geächtet. Er starb schlussendlich einsam und irgendwie, glaube ich, auch sehr enttäuscht. Gleichzeitig wurde er ziemlich schnell dann wieder aus der Taufe gehoben. Kant fand ihn großartig, Schiller fand ihn großartig. Er hatte sehr viele Bewunderer bis heute. Abschließend von Ihnen ein ganz kurzes Votum. Rousseau, ein Sozialromantiker oder ein Visionär? Meines Erachtens ein Visionär und insbesondere ein unheimlich kreativer Mensch. Also das zeichnet ihn aus. Ein Mensch mit gerade mal 2 abgebrochenen Berufslehren, der Opern zur Aufführung gebracht hat, der also auf den Kanon der Philosophiegeschichte gebracht hat, der diese Öffentlichkeitswirkung erzeugt hat. Das kann man nicht anders erklären als durch eine unglaubliche Kreativität. Vielen Dank, Francis Schönewall, dass Sie nach Moutier gereist sind. Vielen Dank.